Hallo und herzlich willkommen hier zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, beim letzten Mal haben wir unsere Strecke hier aufgebaut, endlich. Das sollte jetzt funktionieren, die ist mit Strom versorgt. Die Strecke hier ist auch mit Strom versorgt. Jetzt muss man nur noch zusehen, dass wir hier ein vernünftiges Gleis draufkriegen. Und eventuell muss ich dafür das Ding hier nochmal wegruppen. Und eventuell nach oben weiter verlegen. Müssen wir mal sehen. Weil der soll ja nur wirklich da rein, in das Gebiet, sag ich mal. Und das wird sowieso wieder tricky werden. Nicht, dass sie sich wieder blockieren. Deswegen mal gucken, wie wir das jetzt lösen. Ich komme hier zum Beispiel schon mal gar nicht runter. Das heißt, ich muss hier schon wieder anheben. Ich blende mir mal den Frame ein. Und da will er auch nicht, wegen der Dings. Verstehe. Verstehe. Okay, dann müssen wir das Gleis hier, obwohl er kann ja eigentlich, theoretisch könnte er ja durchfahren. Aber ob er das macht, ist ja noch eine andere Nummer. Komme ich nicht rum. Zu sehr bergab, zu sehr steil. Wegen dem hier, ne? Sehe schon. Okay, warte mal kurz. Dann machen wir es mal anders. Bauen wir erst das und dann das. Strom. Strom, okay. Bauen wir mal weg. So, jetzt gucken wir mal, dass wir mit der hier irgendwie rumkommen. Keine Chance so. Ja, sehr, sehr hügelig hier hinten. Ja, ob wir das auf ein Niveau hier kriegen, ich weiß es nicht. Ah, das wird tricky. Ah, ich guck mal, ob wir da rumkommen. So ernsthaft, du kackst dir da ins Hemd wegen so ein bisschen. Ist ja echt nicht wahr, oder? Wegen so ein bisschen kackt er sich da ins Hemd. So, kriegen wir den hier rum. Ah, gar keine Chance. Rum geht gar nicht. Zu sehr bergab steil. Ey, das ist doch nicht wahr. Kinder der Sonne, das ist doch nicht wahr hier. Ey, das ist doch ein Witz. Oh, komm, wenigstens ein bisschen hier mal gerade machen auf ein Niveau. Von mir aus arbeite ich da auch wie heißt es denn jetzt? Himmel. Ich komme nicht drauf, verflucht. Kriegen wir zu Schaffkurve? Kriegen wir? Da will er wieder annehmen. Okay, machen wir mal so. Wenn die zweite auch geht, bin ich zufrieden. Aber nur wenn die zweite jetzt geht. Ja, sehr gut. Das klappt auch. Sehr gut. Mit Brücken. Jetzt habe ich es. Jetzt mit Brücken oder was weiß ich nicht was. Das ist klar, dass das hier zu steil ist. Ja, dass du das anhebst und senkst, ist klar. So, okay. Das wird wirklich hier Bergwerk runter. Ja, wird hart. Na, hier runterzukommen wird jetzt echt übel. Ja, das Niveau jetzt hier so runterzukommen.
Alles klar, da macht er natürlich dringend drumherum alles. Ja, naja, das geht so nicht. Mal hier ganz kurz das wegmachen. So, mal gucken, ob wir das mit einer Brücke lösen können. Da wäre eine Möglichkeit, aber da kommen wir nicht zu weit rum. Wir müssen da weiter runter, okay. Müssen wir mal das nochmal ändern. Weg damit. So, was wir jetzt so gleich nochmal ändern müssen, ist die Tatsache, dass ich mein Headset mal anklemmen muss, weil ich echt schon die ganze Zeit einen Stromverbrauch habe. Weil ohne Headset ist doof, wenn ich nichts höre. So. Wir haben ja immer noch 6 Millionen auf dem Konto. Das ist ordentlich. Das ist sehr, sehr nett. So, jetzt höre ich auch wieder alles. Dadurch, dass wir natürlich jetzt die Erdarbeiten auch mit Baggern und so weiter machen, die wir ja durchaus zur Verfügung haben, bietet sich das an. Da spart man auch wieder eine Menge Kohle. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Wirklich hier mal versuchen, mit einer Brücke runterzukommen. Auf ein erträgliches Niveau. Das irgendwie an. So, gerade machen hier irgendwie. Das ist aber schon hardcore, ne? Hier runter jetzt zu kommen mit einer Brücke. Aber wir tasten uns ran. Hügel verursacht Behinderung. Das ist zu heftig. Okay. Gut. Wenn es zu heftig ist, dann gehen wir ein bisschen steiler. Auch kein Problem. So, dass es passt. Okay, dann müssen wir noch weiter zurück. Wirklich wahrscheinlich schon von hier aus. Ja, Signal ist klar, das war das Verkehrte. Gleisbau abbrechen. Dann machen wir das weg. Das weg. Und dann gehen wir mit dem Hügel runter. Oh, dass wir dann auch irgendwie hier so ein bisschen rumkommen. Da wollen wir hin. Das muss das Ziel sein. Ist natürlich ein ganz schöner Höhenunterschied, das ist klar. Halt. Geht nicht. Da kommen wir auch wieder rum, aber das ist nicht schön. So, und da, das wird gar nichts. Wenn wir darum gehen, wegen. Ah, es ist doof. Noch weiter zurück kann ich eigentlich nicht gar nicht mehr gehen. Weil sonst wird es problematisch mit. Das ist alles, was ich noch zurückgehen kann. Jetzt müsste ich wieder. Den Hügel. So, jetzt müssen wir gucken mit der Eisenbahnbrücke, ob das geht in irgendeiner Art und Weise. Und das ist alles, was wir machen können. Okay, dann machen wir es jetzt. Ziemlich heftige Brücke. Okay, jetzt hier meckert er wieder rum. Das ist natürlich doof. Ich würde so gerne irgendwie das runter schlängeln lassen, aber. Das wird eventuell. Bisschen irgendwie angleichen könnten. Wäre schon schön. Zu sehr bergab. Okay, das ist zu viel. Ein bisschen rantasten. Das ist echt den zu viel. Das ist doch echt ein Witz, ey, ganz ehrlich. Dann kommen wir.
Ja, dann kommen wir bis dahin. Und dann geht er da steil. Okay, dann machen wir mal ein bisschen weniger. Wenn wir hier irgendwie das, hier so eine Kurve nochmal ziehen könnten, wäre schon ganz geil. Wenn ich das hier irgendwie hinkriegen würde. Hier so hoch, da rum. Von mir aus auch da so eine Eckkurve, es ist mir egal. Hauptsache, wir kommen da irgendwie ran. Und dann kommen wir... Kommen wir da so lang? So, dann hätten wir so eine krasse Kurve. Jetzt müssen wir versuchen, hier runterzukommen, ne? So. Zu scharfe Kurve und zu sehr steil. Ja, die Höhenmeter sind ein Problem. Die sind ein Problem. Von mir aus, ey, auch von da aus. Es ist mir egal. Können wir auch lang fahren. Und dann hier runter irgendwie. Von mir aus auch das. Das ist mir doch egal. Hauptsache es klappt. So. Okay, dann müssen wir hier steil. Mal ganz kurz. Gut, dass uns das ja nichts kostet jetzt, ne? Sag ich mal. Dazu scharfe Kurve. Okay, dann gehen wir geradeaus. Geht auch nicht zu sehr bergab. Dann meckert er wieder rum. Echt, wir bewegen hier Massen an Erde und so weiter. Ey, das ist Wahnsinn. Ja, man kann... So, komm. Dann versuchen wir hier wirklich runterzukommen. Komm, bau auf hier. Na. Suche gerade eine Kurve zu bauen. Der meckert da schon wieder rum. Ach, das ist wirklich tricky. Es ist nicht leicht. Zu sehr bergab. Das ist ein Witz eigentlich. Komm. Zu sehr bergab. Kommst du echt bescheiden hier hoch? Vielleicht gehe ich das Ganze auch verkehrt an und werde mal ganz kurz versuchen, von hier aus eine Strecke hochzuschicken. Das heißt, ich muss den mal wegruppen. Weg. So, dann haben wir da ein Dreiergleis. Das lassen wir auch nochmal drauf. Jetzt gucken wir mal. Ja, da kommen wir hoch. Na, dann gehen wir mal gerade. Dann versuchen wir mit einer Brücke. Guck mal, dann geht das sogar mit der Brücke hier hoch. Aber dann meckert er da wieder rum, weil er da irgendwie was nicht setzen kann. Warum eigentlich? In der Straße wahrscheinlich. Ja, komm, probier das nochmal. Und der... Whatever. So, nur mal dich da mal... Komm schon. Das gibt's doch nicht, dass der da rummeckert wegen der einen Brücke. Hügel verursacht Probleme. Dass der hier Probleme verursacht, das ist mir klar. Das ist logisch, dass der hier Probleme verursacht. Na komm, bau das mal hoch.
Mein Gott, das ist wirklich... Brückenpfeiler aufgrund der Konstruktion darunter. Es ist doch hier nichts. Willst du mich verscheißern oder was? Es ist doch Blödsinn. Okay, machen wir mal Folgendes. Das darfst du mal bauen. Bau das mal. Hat er das jetzt gebaut? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, er baut es. Ja, dann will ich jetzt nochmal... Ich sehe gerade wieder nichts. Das ist wieder verwirrend. Grund der Konstruktion darunter. Da ist doch nichts, ey. Du willst mich doch verkackeiern. Kannst es nicht genau dran setzen. Das geht nicht. Und da ist ein Problem, weil da ein Brückenpfeiler ist. Whatever da auch los ist. Es ist auf jeden Fall eine Menge. So, ich sehe gerade nichts. Das ist doof. Wenn du nichts siehst, ist das für ein Arsch. Komm schon. Gib mir jetzt nochmal hier die Gleise. Eisenbahnbrücke, komm. Mach da nicht. Partout nicht, weil da irgendwie was ist, was ihm stört. Mach's weg. So, komm. Wir fummeln das hier so lange hin, bis es klappt. Da kann er nicht. Was ist denn hier los? Es ist doch alles hundertprozentig gerade. Bis auf das Stück hier, so. Mach es gerade hundertprozentig, komm. Dann machst du das auch noch hier ein bisschen und dann solltest du eigentlich passen. Geh nicht. Ne, keine Chance, das will er nicht. Gut, wenn er nicht will, dann machen wir es halt jetzt wirklich passend. Na komm, mach gerade. Da. Hügel verursacht Probleme. Dann. Da hat er auch Probleme irgendwie. Das ist echt ein Ding jetzt, ne? Oh, Eisenbahnbrücke, Kumpel. Die Infrastruktur darunter. Sieht doch scheiße aus, ganz ehrlich. Das sieht doch richtig kacke aus. Ah, das ist doch Mist. Aber hier vorne ging's doch einwandfrei. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht so ganz. So, nochmal. Und zwar in gerade. Anders. Wir gehen erst mit der Dings runter, mit der Brücke. Es tut mir leid, dass ihr das jetzt ertragen müsst, aber es geht jetzt irgendwo auch ums Prinzip. Na komm. Bis wir hier einen Zug fahren haben, das dauert noch. Es tut mir ja leid. Ah, was willst du machen? So, wir machen, flatten hier wirklich alles. Das okay, jetzt haben wir da schon einen Hügel drin. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Na komm. Mach das mal gerade. Oh, ich glaube, hundertprozentig kriegst du es eh nie hin. Okay, jetzt verursacht er wieder zu viel. Da geht es.
Ja, jetzt geht es, ne? Jetzt auf einmal geht es. Ah, ey, am Hudi-Dadi-Dudi-Du. Ja, da kommen wir nicht. Vielleicht kommen wir mit der... Zu viel. Na, vielleicht kommen wir da jetzt rum. Okay, Okay, warte mal. Dann gehen wir nämlich mit der jetzt hier so scharf wie irgendwie möglich. Rum. Bringen die hier dran. Und dann haben wir endlich mal eine Connection. Wahnsinn. Alter Falter, wat Walter, sag ich nur. Das ist der Hammer. So. Okay. Dann haben wir das jetzt hier auch mal erledigt. Dann können wir jetzt hier oben theoretisch unser Zugdepot anbringen. Yay! Wer hätte es gedacht? Dann bringen wir jetzt unser Zugdepot hier oben an. Auf dem Hügel. Warum nicht? So, mal ganz kurz gucken, ob das passt. Ja, das sieht ganz gut aus. So, dann haben wir das erledigt. Strom müssen wir auch wieder anklemmen. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, du gehst dahin. Und du gehst in die Richtung drauf. Dann können die da drauf fahren. Und du gehst noch da drauf. Und du gehst... Ah, schade, dass ich da nicht von rausgehen kann. Warte mal kurz. Das muss nochmal weg. Das muss auch nochmal weg. Dann machen wir es nämlich anders. Oh, Pinöppel. Dann kannst du da drauf und du kannst dann auch durchaus nicht da drauf, weil er nicht will. Aber so würde es gehen. Gut, dann können wir das mal bauen. Tausend Sachen hier. So, baut das bitte. Was für Stress. So, du hast eigentlich... da müssen wir mal ein Signal setzen, dass der hier nur hier reinfahren kann. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt lösen. Gut, wir haben das zumindest angeklemmt. Nächste Aktion, wir brauchen hier nochmal... Hier oben nochmal eine Kiesstraße. Weil hier oben ist ja Baugebiet. Jetzt brauchen wir nochmal eine Straße, die hier möglichst auch unten drunter durchführen kann. Was ich mir nämlich schon dachte. Nehmen wir die hier. Machen es so. Zack. Jetzt brauchen wir auch hier eine Straße, die das Ganze... Ja. Ja, ich habe mir auch das gedacht. Ach, das ist alles kompliziert. Beschneidung von vorhandener Konstruktion. Mein Gott. Okay, da kommen wir so hin. Kommen wir da auch so hin? Ich weiß es nicht. Das müssen wir mal sehen. Irgendwie will ich hier aber auch noch hier rüberkommen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier am schlauesten machen. Okay, das geht. Dann kommen wir so ran. Kriegen wir dich jetzt irgendwie hier noch runter? Nee.
Oh, Freunde, die Zeit läuft und rennt und rennt und rennt. Die rennt. Die Zeit rennt, sage ich nur. Holzbrücke, Stahl, Ziegelbrücke. Da ist ein Anschluss, da ist ein Anschluss. Ich will das ja nur verbunden haben. Könnte natürlich auch noch da hinten rüber gehen. Okay, können wir dich denn hier da eine drüber setzen? Fragezeichen. Ein runter geht nicht, doch. Okay, das geht nicht. Das werden wir mal abbrechen. Hier nämlich rübergehen. Hier müssen wir uns sowas einfallen lassen. Ich will es angeschlossen haben. Das klappt soweit. Das ist okay. Wir machen mal das Drahtmodell aus. Hier laufen die ganzen Leute lang. Sehr geil. Wir könnten nochmal ein Depot bauen. Dann können wir zumindest schon mal Leute hier hochballern. Weil hier arbeitet noch keiner. Dann brauchen wir hier nämlich auch nochmal ein Depötchen hin. Das machen wir nochmal schnell. Bauen wir vielleicht sogar hier hin? An die Ecke? Nee, das ist nicht gut. An die Ecke ist nicht so gut, aber vielleicht dahin? Und dann machen wir hier eine Kopfbahnstelle. Ich weiß es nicht. Obwohl eigentlich will ich ja noch... Nee, ob hier noch was weiter rausgeht. Ich glaube, hier wird... finito sein. Oder? Warte mal ganz kurz, wir haben gar keinen Strom da, fällt mir ein. Mal ganz kurz den Wireframe nochmal einblenden. Näher ran. Bitte. Sieht gut aus. Dann bauen wir jetzt, dass du da auch ran kannst. Ah, dann kannst du da ran mit einem schönen langen Vorfeld. Das ist in Ordnung. Da. So, dann kommt der da raus. Dann kann... Der ist auf den, der ist auf den. Okay, dann muss der jetzt da drauf. Da geht's nicht. So, hundertprozentig geht es leider nicht. Bau das. Bau das. Und dann schicken wir auf jeden Fall jetzt gleich noch einen Zug los. Warte mal, Strom, 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 Strom. Sonst haben wir keinen Strom, das müssen wir auch noch schnell machen. Das ist kein Problem. Das geht. Dann haben wir die Leute schon mal da. Das machen wir jetzt noch. So. Okay, dann holen wir uns jetzt einen Zug. Der wird noch gebaut. Und dann habt ihr eigentlich nur einen Job. So. Arbeiter ist echt null. Auch. Kommt nicht zum Kindergarten oder was? Anscheinend der selbstständig da loseiert. So, okay. Schnell noch einen Zug losgeschickt. Elektro brauchen wir ja. Dann nehmen wir aber einen. Ist das Elektro? Ich weiß es nicht. Motorwagen 95. Das ist ein einzelner. Ein Zugverband. Das ist ein Triebzug.
60, 65, 65, 75, 80. Ah, komm. Dann nehmen wir das und Personenwagen noch dran. Das sind dann ordentlich schon mal. Machen wir drei Stück draus. Okay, neuer Stopp. Hier lang. Und da lang. Und Feuer frei. Get up. Und nimm nur die Arbeiter mit. Da fährt er. Brauchen auch noch keine Signale, nix. Der kann hier frei fahren. Er ist der einzige Zug hier. Ah, herrlich. Und das bei Nacht. Wunderschön, der Anblick. Ah, da fährt er. 27 Arbeiter. Sehr gut. Sehr gut. Na, ja, da passt doch noch nicht mal ganz rein in den Bahnhof. Ist ein bisschen zu lang. Wie viel hast du an Bord? 27 Arbeiter. Ist nicht so viel. Ist noch nicht so viel. Das wird noch besser werden. Hoffe ich, wenn wir das Ganze hier auch noch zutackern. Es schlängelt er sich hier rum. Herrlich. Und dann hoffe ich mal, dass die sofort anfangen. Bin ich ja mal gespannt drauf. Ja, keine Arbeiter. Mal gucken, ob die sich aufteilen. Können die da nicht hingehen? Ja, guck mal, was passiert. Wo sie sich aufteilen. Ja, ein Teil geht da lang, ein Teil geht da lang. Sehr gut, damit haben wir die beiden jetzt gleich in Betrieb. Und dann sollte das erste Erz hier laufen. Gucken wir mal. Ja, hier geht schon mal was ab. Sehr gut. Wunderbar. Hier kommen die ersten auch an. Ja, sehr gut. Jetzt können wir hier auflagern. Wunderbar, das klappt. Und wie das hier weitergeht, liebe Freunde, das sehen wir im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen da oben. Und bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.